Hallo ihr Lieben, wie bereits angekündigt, werdet ihr heute die Konstellationen für den Monat Januar 2019 erfahren und was uns Nostradamus prophezeite. Man kann nur hoffen, dass er sich irrt, denn der Himmel hat sich gegen uns verschworen. Die vielen kritischen Sterne sind voller spannungsgeladener Energien besetzt. Sie sind wie Funken, die alles zu einer Explosion bringen können. Der Mars lauert und bedroht uns mit seiner kriegerischen Kraft. Der kommunikative Merkur kann da nicht vermitteln. Das bedeutet Intoleranz, Fanatismus und Engherzigkeit. Diese Gefahren hat Nostradamus vorausgesehen und vor dieser Zerstörung gewarnt. Er sagt unter anderem, wegen jener, die sie nicht anhören wollen. Und damit meint er den Geist und die Seele, das Geistliche, das Spirituelle. Man sollte seinen Glauben an das Gute und die Werte, die das Gute in uns und in der Welt beschützen und erhalten. Hier die Prophezeiung Nostradamus für diesen Monat Januar. Mars bedroht uns durch seine kriegerische Kraft. Es wird 70 Mal ein Blutvergießen sein. Zerreibung und Zerstörung des Geistlichen wegen jener, die sie nicht anhören wollen. Das bedeutet, die Menschen sollten sich nicht von der Gier und der Macht leiten lassen, sondern mit Vernunft handeln. Dann kann die Gefahr, ins Unglück gestürzt werden, vermindert werden. Doch diese Gefahr signalisieren momentan die Sterne im Januar und das überdeutlich. Nehmen wir die Gefahr also ernst und hoffen darauf, dass Nostradamus sich irrt. Ja, meine Lieben, auch wenn einiges düster erscheint, es wird sich trotzdem alles zum Guten wenden. Und das schon im nächsten Monat, dem Februar. Denn wir haben das Wassermann-Zeitalter. 2019 ist im Wassermann-Zeitalter. Und das schreit förmlich nach Freiheit und Gerechtigkeit. Hört euch die dritte Zenturie im nächsten Monat an. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.